Was tun, wenn dein Hund so gar nicht auf den Rückruf zu hören scheint, beziehungsweise wenn ihr Gassi geht und ja, du tust dein Bestes, aber dein Hund möchte einfach nicht hören. Das ist ein Thema, was viele Hundemenschen kennen. Manchmal hat man vielleicht sogar auch so dieses Thema von, oh Gott, ich schreie mir hier die Seele aus dem Leib und die Leute gucken schon komisch und ich habe anscheinend den Hund, der am schlechtesten erzogen ist, möchte eigentlich auch gar nicht so auffallen. Wie kann ich denn vor allem harmonisch, entspannt, ja, und einfach, ja, so auf unsere Art und Weise mit meinem Hund spazieren gehen und wenn ich ihn rufe, dann kommt er auch. Ja, da habe ich mir heute mal wieder eine Expertin dazu geholt, die Kim Ulrich, und sie ist Hundecoach. Wahrscheinlich kennt ihr sie schon. Wir haben schon öfter mal miteinander gesprochen. Und Kim, bei dir geht es ja eben nicht nur darum, wie kann man jetzt zum Beispiel in dem Fall den Rückruf aufbauen, wie kann man dem Hund das beibringen, dass er es auch versteht, sondern es geht auch darum, ja, den Hund noch viel auf einer anderen Ebene zu verstehen. Was braucht er? Wie tickt er? Und wie gehe ich denn als Mensch auch dann damit um, wenn es mal nicht so klappt, wie ich das gerne hätte? Wie kann ich da gelassen bleiben? Und wie kann ich dranbleiben? Und wie kann ich mich verständlich machen? Schön, dass du da bist. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ich finde auch ein sehr wichtiges Thema, weil mit Zuverlässigkeit wächst natürlich auch Freiheit. Ja, in dem Moment, wo ich mich auf meinen Hund verlassen kann, habe ich mehr Möglichkeiten, ihm Freiheit auch zu gewähren und mein Hund, der genießt das natürlich, denke ich auch. Also die meisten Hunde genießen das, wenn sie auch mal ihr Ding machen können, ja. Wobei das nicht immer heißen muss, dass nur weil die Leine ab ist, der Hund immer so sein Ding machen muss. Also mein Hund zum Beispiel läuft viel frei, weil wir hier auch ländlich leben und ich mich eben sehr gut auf sie schon verlassen kann. Und in dem Moment, wo sie jetzt noch Pipi gemacht hat, sage ich mal, im nächsten Moment kann sie ja trotzdem noch auch zu mir Kontakt aufnehmen oder neben mir laufen, auch wenn keine Leine dran ist. Ja, also das ist schon mal ganz wichtig, weil viele verknüpfen immer so dieses, jetzt mache ich dich ab und jetzt lauf, leb dein Leben. Das ist auch so eine Message, die man da sendet. In diesem Moment, wo man so ein bisschen so denkt, und man ertappt sich da schnell bei. Ich habe mich da selber auch schon ertappt. Also würde ich auch mal allen empfehlen, mal darauf zu achten, ob man das so ein bisschen macht. So dieses so, jetzt lauf, geh. Dann sendet man ja auch diese Botschaft irgendwie fast schon. Obwohl man das ja eigentlich dann nachher doch nicht will. Ne? Also man will ja nicht, dass der dann verschwindet. Man will ja nicht, dass er aus dem Blickfeld geht und irgendwas macht, was man vielleicht weniger möchte. Ne? Ja, und vielleicht auch eben andersrum, dass man dann abspeichert, ja, nur wenn die Leine ab ist, kann mein Hund sein Leben leben. Und ansonsten ist es immer so wie, oh, ich muss ja alles kontrollieren. Und so ist es Genau. auch nicht, ne? Beides immer da. Also es ist immer die Bindung, die Beziehung da. Die ist ja nicht ab, nur weil die Leine ab ist, sozusagen. Und es ist aber auch immer Freiheit da. Auch an der Leine kann sich mein Hund frei fühlen und ich kann ihn auch mal was machen lassen, was er gerne möchte. Er kann auch mal abschalten. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man die eigene Haltung zur Leine und zum Freilauf auch nochmal überprüft. Also das muss ja nicht heißen, dass das das einzige Thema ist, was man dann da hat und deswegen hört der Hund nicht. Das ist meistens nicht so, leider. Also, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber das ist schon ein Baustein. Und ich möchte heute am liebsten auf mehrere Bereiche eingehen und ich denke, dann decke ich wahrscheinlich auch für die meisten irgendwie alles ab. Nämlich, es ist einmal der Hund, es ist aber auch, wie ich bin, wie ich zu manchen Dingen stehe und es ist auch die Kombi. Also es ist auch, was zwischen uns ist wichtig. Na, also in dem Moment, alles gut. Komm her. Ja, komm mal hier. Sie liegt faul auf ihrer Decke und murrt, weil sie irgendwas gehört hat. Ist alles fein. So. Geht's wieder? Das war der Alex. So. Passt immer schön auf. In dem Moment, wo ich alle drei Sachen sehe, also einmal mich selber, meinen Hund und auch die Kombi, da müsste ich eigentlich dann
alle Auslöser finden, die vielleicht jetzt noch nicht optimal sind für mein Ziel. Weil die meisten gucken halt wirklich nur beim Hund, dass der hört, dass der verlässlich ist, dass das einfach funktioniert, also dass der Rückruf funktioniert. Aber der Rückruf, der ist sozusagen nur das Dach, also das Fundament ist auch wichtig, ja, und die einzelnen Säulen. Und ich glaube, wenn der Hund zum Beispiel von der Grundentspanntheit schon mal an einem anderen Punkt ist beispielsweise, ja, ist das ja auch viel einfacher, dass er auch reagiert, wenn ich ihn rufe. Wenn er aber unterfordert ist, zum Beispiel im Alltag. Also es ist einfach eigentlich zu wenig Stimuli im Kopf und er sucht sich dann regelrecht einen Input, wenn er dann loszieht. Oder es ist zu Hause total stressig und er ist einfach nur froh, mal sich fallen zu lassen und einfach mal nicht mehr zu reagieren. So, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja? Also in dem Moment, wo der Alltag schon nicht die richtige Grundvoraussetzung bietet für einen Hund, der nachdenken kann, sage ich mal, wie soll er denn dann noch reagieren? Wir fangen jetzt einfach mal, weil ich jetzt schon so ein bisschen drin bin, beim Hund an. Also der Hund kann lernen, sich ein bisschen selbst zu beherrschen. Über bestimmte Übungen, die man mit ihm macht, über Reife aber auch, über das wachsende Alter. Natürlich hat der eine Typ da leichter, der andere schwerer. Es gibt Hunde, die bringen das schon mehr oder weniger mit ins Leben. Und es gibt Hunde, da arbeitet man Jahre, bis man was merkt. Ja, also es gibt natürlich auch da Rasseunterschiede, und aber auch Typenunterschiede. Und natürlich auch, wenn der Hund sich entwickelt, in der Pubertät zum Beispiel, das kennen wir ja beim Menschen auch, dann schaltet auch er mal noch der rationale Bereich ab. Ja, also das sind ja alles Dinge, die auch noch damit reinspielen. Und in dem Moment, wo ich mit meinem Hund aber so weit bin, dass er sich schon im Alltag immer besser beherrschen kann, ob das jetzt durchs Alter ist, durch Training oder was, stellen wir jetzt mal dahin, kann er natürlich auch sich besser beherrschen, wenn es darum geht, renne ich jetzt weiter oder drehe ich um und gehe zu meinem Menschen? Und dann müssen wir uns auch fragen, wo will er denn hin? Will er einfach nur weg? Also sucht er Abstand? Will er hinter einem Wild her? Will er zu einem Hund? Will er irgendeinem Sichtreiz nach oder einer Spur? Also das ist ja auch nochmal interessant. Und es gibt natürlich Hunde, die sind sehr lange, Jahrhunderte gezüchtet worden, um hinter Wild herzugehen. Und jetzt suchen wir uns so einen Hund aus und wundern uns dann, wenn er es macht. Das ist irgendwo auch nicht ganz sinnvoll, wenn man es dann mal aus der Warte sieht. Und natürlich, ein Jagdhund zum Beispiel wird der dann ausgebildet, aber ein Jagdhund, der nicht zuverlässig ist ab einem gewissen Punkt, ist ja auch für einen Jäger nicht sinnvoll. Und ein Jagdhund wird ja ausgebildet. Und wir holen uns halt oft einen Jagdhund und erwarten von ihm fast schon, dass er es alleine hinkriegt. Und wenn wir ihn ausbilden, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt beim Hund, bilden wir ihn meistens auch nicht richtig aus. Wir bringen ihm den Rückruf bei in Situationen, wo alles easy ist, wo wir entspannt sind, wie sagen wir mal, im Wohnzimmer rufen wir ihn, im Garten rufen wir ihn, wir rufen ihn im Feld, wenn nichts ist, vielleicht wenn er mal schnuppert, dann kippelt es aber auch schon, wenn es zu gut riecht, dann kommt er auch schon nicht immer. So, hey, aber wenn ich da übe, dann ist das wie ein Kind, was in der Grundschule gute Noten schreibt. Ein Kind, was in der Grundschule gute Noten schreibt, hat noch lange nicht Abiturreife. Und wenn er jagt, beispielsweise, was wirklich ein sehr starker Reiz ist für viele Hunde, dann ist das Abi. Dann ist das Uni wahrscheinlich schon fast eher, also Masterclass oder so. Ja, also da müsst ihr wirklich auch euren Hund erstmal darauf vorbereiten. In dem Moment, wo ich in Situationen rufe, auf die mein Hund noch nicht vorbereitet ist mit dem Rückruf, wo der noch nicht sitzt, ist das noch viel schwieriger. Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Je öfter ich rufe, wo es in die Hose geht, umso mehr speichert ja mein Hund auch ab, dass es in die Hose gehen kann. Ja, also er sagt sich sozusagen, ja, mal komme ich nicht.
ist so alles in Ordnung. Ja, also er denkt, das wäre normal und im Zweifel kommt er dann natürlich nicht, wenn es zu spannend ist. Genau, also das sind so ja, erstmal die Faktoren, ne? Mhm. Ja, also es ist halt auch eine Frage der Schleue des Menschen tatsächlich. Wie baue ich den ganzen Kram auf? Wie bereite ich meinen Hund auf diese Situation vor? Ne? Und da hilft natürlich auch jemand, der sich damit schon auskennt. Aber im Grunde sind es ja nur die richtigen Entscheidungen, die man trifft. Zum Beispiel, okay, jetzt bin ich im Wald, ich weiß, mein Hund jagt schon mal und ich weiß, der findet das geil. Ja, und wenn ich rufe, findet er das einfach zu geil. Dann kann ich rufen, solange ich will. Ich verliere gegen diesen Reiz. In dem Moment, wo ich das weiß und ich leine meinen Hund im Wald ab, gehe ich ja schon ein Mordsrisiko ein. Und ich gehe ja schon sozusagen in einen Kampf, den ich nur verlieren kann. Und dann wundere ich mich, wenn ich es auf die Nase kriege vom Leben. Ja? Also das ist ja schon eine Entscheidung, die man selber trifft. Das hat ja nicht der Hund entschieden. Der Hund hat nicht entschieden, in den Wald zu gehen und er hat auch nicht entschieden, von alleine ab zu sein. Das habe ich entschieden. Und in dem Moment, wo ich meine Verantwortung verstehe als auch eine Macht, die ich habe über die Situation, die ich sinnvoll für was Gutes einsetzen kann, dann kann ich zum Beispiel auch sagen, ich sichere meinen Hund in Situationen, wo ich mir nicht sicher bin, ob er kommt oder nicht, vielleicht erstmal durch eine Schleppleine oder was ab, wo ich mich dann ja auch schon wieder ganz anders fühle, bisschen mehr wie im Wohnzimmer, wie im Garten, wie im Feld, weil ich einfach auch eine Handhabe habe, falls er nicht kommt. Er kann schon mal nicht ganz weglaufen. Im schlimmsten Fall steht er 10 Meter an der Leine weit weg von mir und guckt mich blöd an oder guckt eben nicht, aber mehr passiert ja nicht. Ja, und da könnte ich jetzt sogar sanft ihm noch ein bisschen den Weg leiten. Ja, also ich mache das, wenn ich eine Leine ranhole, mit 2 Händen und langsam, je nachdem, was man für einen Hund hat. Wenn der Hund sehr stark und watzig ist, muss man vielleicht ein bisschen mehr Kraft einsetzen. Wenn ich diese Kraft bei einem Chihuahua einsetze, fliegt der natürlich mir entgegen. Das sollte man nicht tun. Er soll sich nicht blöd fühlen. Ja, also es soll genau so sein. Ich kann auch mich dabei selber ein bisschen wegbewegen, um noch mehr Einladungseffekt so ein bisschen rüberzubringen. Einfach dem Hund zu sagen, hier geht's lang, hier geht's lang, hier geht's lang, aber nicht unter, jetzt kommst du erstmal hierher, ne? Also unter so einer Stimmung nicht, sondern einfach trotzdem positiv und jeden Schritt, den der Hund selber macht, wirklich feiern und auch gerne trotzdem Leckerli geben, auch wenn ich ihn holen musste. Einfach, dass er verknüpft, hey, wenn die ruft, lohnt sich das eigentlich immer für mich. Ja, also ich finde, Motivation ist ja auch ein Punkt. Wenn ich mein Hund rufe und der kommt zu mir und lässt womöglich was Spannendes stehen und bei mir ist es langweilig oder doof, hey, dann kann man ihm ja noch nicht mal verübeln, dass er das beim nächsten Mal vielleicht noch schlechter macht. Was sagen? Es ist auch spannend zu sehen, welche Muster laufen da bei uns Menschen ab. Also so dieses, hey, wenn er jetzt nicht kommt, dann versuche ich es mal mit, also in dem Fall dann Zug, beziehungsweise oft sagt man ja so Gegendruck oder so dieses, es muss aber jetzt und wo verkrampft man und geht noch mehr in die Sorge, ich muss es jetzt kontrollieren. Und eigentlich sendet man damit dem Hund mehr so dieses Signal, ja, dann lauf weg. Also ich meine, niemand will dahin, wo er dann erstmal so diesen Gegendruck bekommt und so dieses, dann sagt er eher, nö, da gehe ich doch dahin, wo ich das nicht habe, wo ich da raus bin aus dieser angespannten Atmosphäre. Und da ist ja natürlich auch spannend, wie geht man da mit sich selbst dann um in diesen Situationen. Ne? Also, dass man eben die Einladung ist für den Hund, dass man zeigt, guck mal, hier ist es auch interessant. Ja. Und ich bestrafe dich nicht in dem Sinne. Also du kriegst einfach, das ist einfach schön für dich, es darf schön für dich sein, wenn du hier bei mir bist oder wenn du eben zurückkommst, wenn ich dich rufe. Und ja, das nicht noch, sag ich mal, verschlimmern sozusagen, dieses ja, Thema. Und da ist es wirklich auch so, dass der Hund ja wirklich auch Gründe hat, nicht zu kommen. Ja, auch wenn das erstmal banal aussieht, so dieses, hey, der jagt jetzt da einem Hasen hinterher, finde ich total blöd. Oder vielleicht sieht man ja auch gar nicht, um was es geht. Der riecht nur irgendwas oder was auch immer. Oder er stellt sich einfach auf stur, schnuppert. Ist dann klar, dass der Mensch dann erstmal so ein bisschen die Fäuste ballt in der Tasche und sagt, oh, du, ne? Also das kenne ich natürlich auch irgendwo. Wir sind es halt auch gewöhnt, dass, ich sag mal,
dass die Dinge nach uns laufen, dass der Hund ja zu Hause eh schon versteht, was man will. Und dann erwartet man das natürlich in so einer Situation auch. Ne? Also du kennst das ja, das sind ja diese typisch menschlichen Muster einfach, wo man dann so einen Frust schiebt auch schon mal, wenn es dann nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Und das ist ja auch nachvollziehbar, gerade wenn man sich womöglich noch sorgt, finde ich, dann gehen die Emotionen noch mehr hoch, wenn dann noch ein Auto kommt oder ich denke, oh Gott, wenn der jetzt da hinter einem Hasen hermacht und das sieht ein Jäger, nachher tut er dem noch was. Also da spielt ja ganz viel rein. Und ich glaube, in diesem Moment ist man einfach auch emotionaler und auch nicht mehr so rational. Das ist total nachvollziehbar. Und da sind wir jetzt ja schon fast beim Menschen. Also mir ist aber jetzt nochmal abschließend zum Hund einfach wichtig, wenn ein Hund wirklich motiviert und fähig ist, zu uns zu kommen, mit dem, was man vorher vorbereitet hat, wie man ihn vorher gefördert hat, wo man auch auf seine Bedürfnisse Rücksicht genommen hat, dann kommt er in der Regel auch. Dann ist er auch wirklich zu, sagen wir mal, beim Lebewesen lieber 99% zuverlässig. Ja? Aber das muss man halt erstmal verstehen. Und wenn mein Hund nicht folgt, wenn ich rufe, hey, ganz ehrlich, dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt dafür und was kann ich in der Zukunft machen? In diesem Moment rette ich nichts mehr, egal wie ich bin. Ob ich jetzt, also ich kann versuchen, noch mit ein bisschen positiver Stimmung oder irgendwelchen Tricks das noch zu retten, natürlich. Aber es geht, also dieses Problem löst man nicht in dem Moment. Dieses Problem löst man langfristig, indem man eben kluge Entscheidungen trifft, trainiert und motiviert. Und auch darauf achtet, dass seine Bedürfnisse gestillt sind. Und wenn man dieses Verständnis für seinen Hund entwickelt, dann ist er ja auch der Mensch in diesem Moment ja auch schon wieder anders. Das ist so, finde ich, also so diesen Ansatz würde ich verfolgen, um mich selber auch zu entspannen und zu sagen, hier, das macht er jetzt nicht, weil er mich nicht lieb hat oder weil er mich ärgern will. Ja, also. Das ist ja, erstmal geht das einem natürlich nah und man fühlt sich vielleicht sogar persönlich so ein bisschen angepisst von seinem Hund. Also, Mann, du hörst nicht auf mich. Womöglich hört er beim Mann noch perfekt und bei der Frau hört er gar nicht. Ja klar, dann fühlt man sich natürlich so ein bisschen ja angekratzt. Ne? Im Ego halt auch. Ne? Aber hat doch einen Komplott gesponnen gegen mich. Ja, aber vielleicht ist das einfach eine andere Körpersprache oder eben eine andere Art Belohnung oder der Mann, der hat einfach in bestimmten Situationen eine andere Ausstrahlung, eine andere Stimme, was bei Hunden auch schon mal einen ganz großen Unterschied ausmacht. Ja, wenn sich das so ein bisschen kreischig anhört, was der Mensch dann ruft, dann denkt sich der Hund vielleicht, oh, da muss irgendwas Spannendes sein, wenn die so ruft und sucht erst recht den Auslöser. Ja, also da muss man echt auch mal drauf achten, was da so dann die Gründe, die Unterschiede sind. Aber mir ist auf jeden Fall auch wichtig, für den Menschen nochmal mitzugeben, wir sind auch oft nicht da, wenn wir mit unserem Hund gehen. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, rein körperlich wahrzunehmen, was unser Hund wahrnimmt. Ja. Und dann sind wir auch noch meistens im Kopf noch nicht mal da, sondern denken über irgendwas nach oder unterhalten uns mit irgendjemandem, der mitläuft. Also wir sind ja auch oft auch total im Abschalten, wenn wir mit dem Hund gehen. Und wenn wir vorgehen mit diesem Abschalten, dann macht unser Hund halt mit und schaltet auf seine Art ab. Und es kann halt auch sein, dass er dann mal wegläuft, ja, und halt auch abschaltet im Sinne von, jetzt höre ich dich nicht mehr. Da müssen wir natürlich auch mal hinschauen, wie interessant bin ich für meinen Hund unterwegs und wie verbringe ich jetzt diese Zeit mit ihm? Weil man darf auch nicht vergessen, so ein Hund ist ja auch oft dann allein. So ein Hund ist ja auch oft alleine. Ui, das klingt ja. So ein Hund ist oft alleine. Wenn wir weg sind, ja, und dann kommen wir wieder und nehmen ihn mit so auf den Spaziergang. Und er hat ja auch dann so ein bisschen Nachholbedarf. Und wenn wir dann nicht so richtig ansprechbar sind, dann sucht er halt woanders Stimuli sozusagen. Also er braucht ja auch eine gewisse Stimulation im Kopf einfach. Ne? Und wenn wir diese Zeit mit unserem Hund draußen vielleicht auch nochmal anders gestalten, nämlich nicht wie einen Spaziergang, sondern wie eine Quality Time, ein gemeinsames Abenteuer, dann driftet er vielleicht auch gar nicht so weg und wir driften auch nicht so weg und das Ganze hat einen ganz anderen Wert,
Das muss ja nicht die ganze Zeit sein. Man will auch mal abschalten, ist klar, ne? Aber so immer mal so kurze, ich sag mal, Inseln, die man so beim Spaziergang mal platziert, wo man sagt, so, jetzt hier machen wir einen Trick oder hier ein kleines Spiel oder hier setzen wir uns hin und gucken zusammen in die Landschaft und kuscheln. Einfach ja, sich auch mal drauf einlassen, was der Hund zum Beispiel auch sieht. Ja, also manchmal sieht der Hund vielleicht auch mal was oder riecht was und ich weiß vielleicht nicht, was es ist, aber ich kann ja meinem Hund auch zeigen, hey, ich nehme wahr, dass du was wahrnimmst. Und vielleicht sogar mal in die Richtung gehen oder wenn es was eher Spooky-mäßiges ist, dass man dann bewusst mit dem Hund mal einen Bogen macht und sagt, oh, ja, ich habe es auch gesehen. Komm, wir gehen mal so ein bisschen an der Seite hier lang. Also, dass man auch auf den Hund eingeht, eben auf seine Welt. Weil stellt euch mal vor, man geht mit jemandem durch die Landschaft, der auf nichts reagiert, was man selber wahrnimmt. Also der geht immer geradeaus, egal ob da jetzt ein Wildschwein steht oder ein Auto auf einen zufährt oder eine Grube kommt oder so. Also wir sehen was oder hören was oder riechen was und wir sagen, oh, guck mal, das ist ja total spannend oder oh, das ist bedrohlich oder hey, das ist total interessant, lass uns mal hingehen. Und der andere, der nimmt das überhaupt nicht wahr oder für voll. Irgendwann ist doch klar, dass wir dann das alles alleine mit uns ausmachen und nicht mehr auf den anderen achten, weil der ist ja eh weg, nicht ansprechbar. Und das ist eben, finde ich, der große Unterschied. Also auch, das, da sind wir jetzt vom Menschen schon in den dritten Teil, nämlich in diese Konstellation beide, also die Beziehung gegangen. In dem Moment, wo man in der Beziehung Gemeinsamkeit schafft und Achtsamkeit schafft und eben auch Vertrauen, ne? Weil das ist ja auch eine Vertrauenssache. In dem Moment, wo mein Hund merkt, ich lasse mich auf ihn ein und ich verstehe ihn und seine Welt und ich helfe ihm sogar vielleicht manchmal. In dem Moment vertraut er mir mehr und orientiert sich ja auch mehr an mir. Ja, das ist dann so der Punkt, wo ich eigentlich auch mal den Leuten sage, hey, schalt doch du auch mal deine Intuition an. Selbst wenn er da jetzt gerade was mitbekommt, was du nicht sehen kannst oder nicht riechen kannst, wie auch immer, spür doch du auch mal da rein. Ist das jetzt gerade was, wo man darauf achten müsste oder auch wirklich ihm dann so dieses Signal geben, hey, ich merke auch, da ist was, also selbst wenn ich jetzt nicht genau sehen kann oder das mitbekommen kann, aber ich bin auch aufmerksam und ja, ich bin einfach da für dich. Ich bin mit dir hier und du kannst mir auch vertrauen. Wenn da irgendwas Gefährliches wäre oder so, ich würde auch mit auf dich aufpassen. Ja, genau. Also das ist ja auch, das heißt ja gar nicht, dass das dann dazu kommen muss, ja. Aber für diese Art von Ausstrahlung, also das ist ja erstmal eine Entscheidung, die man trifft. Wie gehe ich denn mit meinem Hund los? Sehe ich das eben als, wir als Gefährten erleben etwas zusammen, wir machen jetzt ein kleines Abenteuer zusammen, oder ist das, jetzt muss ich mit meinem Hund um den Block? Ja, es ist eine Ausstrahlung, die ich dabei habe. Und jeder Hund braucht was anderes, das muss man auch noch dazu sagen. Ja, für den einen ist das so richtig, für den anderen ist es vielleicht wieder anders richtig. Also ich würde auch wirklich immer dazu raten, man kann natürlich sich Tricks und Tipps holen zum Thema Rückruf, man kann mit Belohnung arbeiten, man kann Aufmerksamkeit belohnen, ob mit oder ohne Leine, das ändert auch schon mal was. Man kann ein Stoppsignal trainieren, man kann Rückruf trainieren, super Rückruf, super coole Sache, ja. Marie, mit meinen Kunden hier auch, das ist alles klasse, aber ich würde immer raten, solche Sachen als Impuls zu nehmen, einfach mal hinzugucken, welche Sachen bei einem selber vielleicht sogar schon unbewusst klar wurden. Also manchmal hat man ja so eine unbewusste Ahnung, woran es liegen könnte. Und da würde ich einfach mal hinterhergehen und sagen, okay, wenn mein Hund, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, mein Hund findet mich uninteressant. Das ist so mein Ansatz, dass ich sage, ich bin nicht so spannend wie das, was um uns rum ist, deswegen kommt er nicht. Dann würde ich immer fragen, warum. Und wenn ich dann sage, ja, weil ich zum Beispiel selber nachdenke, warum? Also immer wieder mit warum, 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 immer weiter reingehen, bis ich zum Kern komme und dann ändere ich daran was. Also in diesem Fall müsste ich wahrscheinlich bei mir selber was ändern. Dann müsste ich mir vielleicht mehr Freiräume schaffen. Zum Beispiel, wo ich einfach, dass ich gar nicht erst in dieses Level reinkomme. Dass ich dauernd in so einer Gedankenschleife bin. Oder vielleicht auch
mehr mal erkennen, hey, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin und das wirklich nutze, nicht wegdrifte und wieder in der Arbeit hänge, das bezahlt mir ja meistens dann auch keiner mehr, ja, sondern wirklich dann mal mit meinem Hund wirklich mich mal einlasse und das mache, vielleicht entspanne ich ja sogar besser, als jetzt da irgendwas nachzuhängen. Ja, also es kann ja auch einfach so eine Erkenntnis sein. Und wenn ich jetzt aber sage, mein Hund reagiert nicht auf meinen Rückruf, weil er sich einfach ganz schlecht beherrschen kann. Der kann sich generell nicht gut beherrschen. Er will hinter allem her, zu jedem hin, alles fressen, was runterfällt. Der springt sofort aufs Sofa, wenn er eins sieht, geht als erstes durch die Tür. Sitz kann man sowieso vergessen, Platz erst recht. Wenn ich das alles weiß über meinen Hund, dass der sich einfach überhaupt nicht runterfahren kann, totaler Hibbelfutt ist, der überhaupt nicht festzuhalten, wie so ein Luftballon, dann arbeite ich doch nicht als erstes am Rückruf, dann arbeite ich als erstes daran, um zu sagen, okay, wo kommt das her? Ne, warum ist er so? In welchen Situationen mache ich vielleicht auch Sachen, die ihn aus seiner Ruhe bringen, dass ich vielleicht ihm nicht die Rituale gebe, wo er sich dran festhalten kann, zum Beispiel, und da kann man auch wieder hingucken, wo kann man jetzt ansetzen. Also das ist ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd. Man muss auch Kleinigkeiten hier, da zusammensuchen und sich so ein bisschen vorarbeiten. Und es ist ein Prozess. Und das ist ein Prozess, in dem mein Hund wachsen wird, aber in dem auch ich wachsen werde. Und das ist ja das Schöne, das ist diese Einladung, die Hunde uns machen. Und in dem Moment, wo ich mich auf diese Entwicklung einlasse, verändert sich ja auch unsere Beziehung extrem. Dann geht es nicht mehr nur um Training. Training ist dann ein netter Teil davon, aber es ist nicht das Rätsel, die einzige Lösung. Und das ist auch, wenn man das mal weiß, kein Wunder, dass Training alleine auch manchmal ein bisschen müßig ist. Training an sich ist eine ziemlich simple Sache. Das ist einfach nur Einstudieren von einem Verhalten. Das ist Training. Und das Verhalten in verschiedensten Lebenslagen aufzuarbeiten, wie diese Schulklassen, die ich eben gesagt habe, mit dem Abi. Ja, also man studiert etwas ein und baut es nach und nach immer weiter auf. Einen Rückruf beizubringen ist das Einfachste auf der Welt. Dein Hund kommt entweder durch die Leine, was ich nicht so oft versuchen würde zu machen, oder halt eh schon freiwillig und man benennt das am Anfang oder nachher, wenn er weiß, was es heißt, sagt man das Wort und der Hund hört dann im Idealfall oder man muss halt ein bisschen ihn ranholen und er kriegt seine Belohnung. Und man versucht dann zu rufen, wenn man weiß, es klappt. Und dass es in einer Situation klappt, da muss ich ein Gefühl für kriegen. Was kann ich ihm schon zumuten und was wird noch nicht klappen? Das ist ein Rückrufaufbau. Das ist nicht schwer. Ja? Also dieses, er kommt, er kriegt eine Belohnung, das Ding ist geritzt. Und dann kann man noch ein bisschen mit der Körpersprache dran arbeiten, dass er möglichst flott kommt. Ja, aber das ist so easy. Das Problem ist, dass die meisten Menschen den Rest ausblenden. Ja, also es ist eine Möglichkeit, sich selbst noch besser kennenzulernen, den eigenen Hund natürlich besser kennenzulernen und auch zu schauen, hey, was funktioniert denn für uns beide hier im Team? Ja, und einfach dran zu bleiben. Da möchte ich auch nochmal gerade, das kann man zu jedem Thema dazu sagen, aber einfach nur mal als Abschluss nochmal dazu sagen, es sind ja oft Methoden, die man da lernt. Und die meisten Menschen, die geben so ihre komplette Verantwortung an einen Trainer ab und sagen, hier, ich mache so, wie der das sagt, der kennt sich mit Hunden gut aus, der hat, was weiß ich, wie viele Scheine gemacht und hast nicht gesehen und bei dem macht der Hund alles. Also man vergöttert dann irgendwie so ein Idol. Aber dieser Experte, der kennt sich zwar gut aus und der kann ihm vielleicht auch wirklich gut helfen, wenn er auch dieselben Werte vertritt, wie ich vertrete. Das ist auch nicht immer gesagt. Ja, aber ich muss meinen Teil auch beitragen. Ich bin der Experte für meinen Hund. Das ist der Experte für Hunde und ich bin der Experte für meinen Hund. Und nur in der Zusammenarbeit wird das Ding gut. Und das kann nur dann funktionieren. Und wenn ich jemanden finde, der die Verantwortung von mir gar nicht anspricht und nur was in den Hund reinarbeitet, muss ich mich hüten. Weil da geht es wirklich nur um den kurzfristigen Erfolg, dass ich als zufriedener Kunde wieder gehe. Da geht es nicht um mein ehrliches Wachstum, was sozusagen auch nachhaltig auch was verändert, auch in der ganzen Beziehung. Ja, das ist dann ein einstudiertes Verhalten und wenn man sich da nicht ganz steril dran hält, was auch echt schwierig sein kann, dann wird das irgendwann wieder einbrechen und das bringt ja auch nichts.
Ja, von daher immer langfristig und findet euren eigenen Weg. Genau. Sehr schön. Ja, danke dafür. Ich denke, das ist für viele, die jetzt eben auch noch daran sind, das Thema weiter sich anzuschauen und da noch zu wachsen mit ihrem Hund, eigentlich jetzt ganz viele Ansatzpunkte. Ansonsten, wenn man jetzt sagt, okay, das hört sich schon mal ganz gut an, aber ich brauche vielleicht ein bisschen individuell noch mehr Hilfe und auch jemand, der mal für mich mit auf meinen Hund raufgucken kann, ohne jetzt zu sagen, ich weiß ja alles besser als du, aber einfach der uns auf unserem Weg begleitet. Ja, da gibt es ja von dir auch mehrere Möglichkeiten. Einerseits natürlich in deiner Hundeschule vor Ort, in der Best Friend Academy. Und dann auch online bist du auch für die Menschen da, unter anderem eben auch bei uns in der Tierakademie. Also man kann auch ein Coaching buchen mit dem Hund. Und das geht auch wunderbar auf die Ferne. Da haben wir letztens erst ein Video drüber gemacht. Ja, weil du ja eben vor allem auch mit dem Menschen gemeinsam auf seinen Hund schaust. Und es wird auch noch ein paar Inhalte geben, ja, so kleine ja, Selbstlernblätter, sage ich mal, so Arbeitsblätter, also wo man auch mal seinen Hund beobachten kann und gewisse Dinge mit ihm einüben kann und auch wieder Informationen bekommt. Das wird es bald als Online-Produkte geben zum Selbstüben. Genau. Ja. Als kleines Extra für die Gruppe von dir, Verstehe dein Tier und wachse mit ihm, können wir ja eins mal reinstellen. Man kann auch PDF auch reinstellen, oder? Ja, ich meine schon. Ja, gute Idee. Das Thema Motivation rein. Ja, super. Danke dir. Sehr schön. Ja. Cool. Dann ja, wünschen wir euch und euren Hunden noch eine schöne Zeit und bis bald wieder, würde ich sagen. Dann tschüsschen.